Eine der aktuellen Fragen, die sich mit der Ausstellung Rembrandts Orient verbinden lassen, ist das Thema der Globalisierung. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Professor Renata Motta. Sie ist am Institut für Lateinamerika-Studien der Freien Universität Berlin und ihre Forschungsschwerpunkte sind Geschlechterfragen, Umweltschutz, Ernährung unter einer globalen Perspektive. Ausgangspunkt unseres Gespräches ist ein Kupferstich von Claes Janszoon Fischer und Peter Bast, kurz nach 1600 entstanden. Er zeigt ein Panorama von Amsterdam und im Vordergrund sitzt die Allegorie der Stadt Amsterdam, eine junge Frau. Und von beiden Seiten kommen verschiedene Menschen an und bringen die Waren. Nicht nur aus den Niederlanden und aus Europa, sondern aus aller Welt. Dieser Kupferstich ist eine Allegorie der Globalisierung, könnte man sagen, und zeigt die Verfügbarkeit und auch die Menge der Waren, die nach Amsterdam kamen im 17. Jahrhundert. Und eigentlich ist es heute genauso, dass nach Europa alle möglichen Waren in großer Menge kommen. Sie sind verfügbar in Kaufhäusern und Supermärkten und jeder kann darauf zugreifen. Und meistens denkt man gar nicht nach über die Frage, wo unter welchen Umständen werden diese Waren produziert. Wenn Sie diesen Kupferstich ansehen, Frau Motta, würden Sie das mit der Globalisierung verbinden können? Wir können mindestens seit dem 16. Jahrhundert die Globalisierung von Waren und auch von Menschen in diesem Kupferstich sehen. Es gab auch davor transnationale Handelsketten, aber mindestens seit dem 16. Jahrhundert haben wir eine allmähliche Integration der Weltmarkt beobachtet. Und heute sind viele Waren, wie Sie gesagt haben, in unseren Alltag eingebunden. In unseren Esskulturen zum Beispiel Bananen, Zucker, Schokolade und Kaffee. Wir wissen, dass der Massenmarkt allmählich konstituiert wurde durch die Weltmarktintegration für solche Produkte von Kolonialwaren und hat immer schon beruht auf die Versklavung von Menschen und von der Ausbeutung der Natur. Die Erweiterung der Agrargrenze mit Entwaldung, die Verschleppung von Menschen aus dem afrikanischen Kontinent, vor allem in die Lateinamerika und dieser Dreieckhandel war die Möglichkeit, um die Weltmarkt so zu integrieren. Immer noch beruht unser Alltagskonsum auf die kontinuierliche Ausbeutung von Natur und Menschen. Und wir müssen nicht in der Ferne ausschauen, in den globalen Süden, wenn wir über Erdbeeren und Spargelernte reden. In Deutschland denken, wissen wir auch, das sind vor allem Migrantinnen, Arbeiterinnen, die jetzt in der Covid-Krise dann zur Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit gekommen sind. Die wirtschaftliche Expansion Europas im 17. Jahrhundert und danach hat ja dann zu einem ausgeprägten Kolonialismus geführt. Das ist eine historische Epoche, die als solche vorbei ist. Aber es gibt eben viele Spuren in der Weltwirtschaftsordnung des Kolonialismus nach wie vor. Und welche sind das? Also in der dekoloniale lateinamerikanische Theorie sprechen wir über die Kolonialität der Macht. Also obwohl Kolonialismus historisch als Periode vorbei ist, durch die formelle Unabhängigkeit von ehemaligen Kolonien, sind bestimmte strukturelle Merkmale von Kolonialismus bleiben so bestehen. Und wenn wir über die Kolonialität der Macht sprechen, sprechen wir über eine Hierarchisierung der Weltbevölkerung anhand einer Rassentheorie, die, obwohl wir wissen, dass es dass die Menschheit nicht in Race aufgeteilt werden könnte oder sollte, das diente aus einem Herrschaftsmechanismus, als Legitimation von Entsklaven und Ausbeutung. Und es bleibt immer noch in unserer Gesellschaft bestehen. Und wir wissen, dass Europa
ein Problem hat mit der Aufarbeitung ihrer Kolonialgeschichte. Und anders als in der Zeit von Rembrandt und von der Malerei aus dem 16. Jahrhundert, heute haben wir die Möglichkeit, andere Perspektiven wahrzunehmen, andere Repräsentationen wahrzunehmen und Dialog zu etablieren. Und ich glaube, dass es auch wichtig zu verstehen, dass die sogenannte Sonderweg, europäische Sonderweg in die Moderne, nicht ohne die Ausbeutung anderer Weltbevölkerung und Natur möglich gewesen wäre. Deswegen sprechen wir in der dekolonialen Theorie über verflochene Moderne, über einen interdependenten, asymmetrischen Weg in die Moderne. Wenn Sie die bestehende Weltordnung so beschrieben haben wie eben, dann wäre ja die Frage naheliegend, was muss sich ändern? Von meiner Position als Wissenschaftlerin, als Soziologin, bin ich überzeugt, dass eine Soziologie jetzt nicht nur über nationale Grenzen hinweg schauen sollte, in dem Sinne einen Ersatz von national auf global, also sprechen wir über globale Märkte oder eine globale Zivilgesellschaft oder eine Supranationalstaat, sondern vielmehr heißt für mich ein Projekt der Global Sociology oder globale Soziologie, ein Projekt, wo wir Wissen aus unterschiedlicher situierten Positionen in Dialog setzen. Das heißt, sowohl die Dezentrierung von dem sozialen Subjekt der Theorie, also dass unsere Theorie nicht anhand einer bestimmten Erfahrung gemacht wird. Und ich meine hier nicht nur, dass die Sozialtheorie oft europäische Wurzeln hat, aber auch oft wird das aus der Sicht von einer weiße urbane Elite gemacht werden. Um global zu sein und gerechter zu sein und repräsentativ zu sein, um globales Phänomen überhaupt zu verstehen, brauchen wir eine Vernetzung von sehr unterschiedlicher Perspektive. Sowohl unterschiedliche Sozialverortungen, Sozialpositionen, als auch geografische Positionen. Um zu verstehen, überhaupt wie Globalisierung aussieht von sehr unterschiedlicher Positionen und diversen Perspektiven. Welche Ansätze hat die Soziologie heute? Welche Ansätze haben Sie als Forscherin, eine andere Weltordnung zu bedenken? Eine globale Soziologie kann nur noch als postkoloniale Theorie und dekoloniale Theorie gedacht werden. In dem Sinne, dass wir Hierarchien abbauen, wir mehrere Wissenspositionen anerkennen. Und das würde ich immer schon mit was wir gelernt haben von feministischer Epistemologien und Critical Race Theories. Eine globale Verantwortung über globale Probleme können wir nicht undifferenziert reden. Es gibt keine globale undifferenzierte Menschheiten, sondern es gibt unterschiedliche Betroffenheiten, unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und in dem Sinne finde ich wichtig, immer solche grobe, große Kategorien wie die Menschheit, die globale Zivilgesellschaft, immer kritisch zu sehen und schauen nach die besonderen Betroffenheiten von unterschiedlichen sozial positionierten Gruppen und die unterschiedlichen Verantwortungen. Daher wir, die in Europa leben, aus einer Elite-Position, und da sage ich wir, weil ich eine Akademikerin bin und eine Privilegierte bin hier, dass wir überhaupt wahrnehmen, dass unsere Verantwortung ist anders. Dass wir können nicht einfach über die globale Umwelt, ökologische Krise, die globale Nahrungskrise, ohne diese unterschiedlichen Verantwortungen und unterschiedliche Betroffenheit im Auge zu haben.